Die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen gehen Hand in Hand. Oh goody, es geht um Thomas. Schon wieder. Aber was hat dieses Bild mit dem Videotitel Die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen gehen Hand in Hand zu tun? Du laberst darüber, wie negative Eigenschaft Hand in Hand gehen und du hast ein Bild von zwei Händen, die ineinander liegen. Der Zusammenhang ist jedem klar. Ich werde dieses Hand-in-Hand-Bild dazu verwenden, um etwas zu verdeutlichen, dass die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen Hand in Hand gehen. Thomas, eine ernsthafte Frage. Hast du einen Hirnschaden? Ich frage das, weil du hier ein Bild hast, das exakt das ausdrückt, was im Titel steht, aber es für notwendig hältst, das erklären zu müssen. Also entweder denkst du, dass wir es nicht verstehen können, oder du verstehst es selber nicht. Und ich tippe auf die zweite Möglichkeit. Dazu werde ich drei Beispiele aufzeigen, um diese Problematik mit den negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen zu verdeutlichen. Kannst du mit dieser Redundanz aufhören? Menschen haben normalerweise Menschlichkeit, sonst sind es keine Menschen. Du sagst auch nicht, das Holz ist besonders holzig heute. Du benutzt den Begriff holzig, um Sachen zu beschreiben, die normalerweise nicht Holz sind. Das erste Beispiel ist Diebstahl. Die Ursache von Diebstahl ist darin begründet, dass es Hand in Hand geht mit Selbstsucht, Neid und Habgier. Gratulation, es nennt sich Motivation. Du beginnst zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Das zweite Beispiel ist Ehebruch. Die Ursache von Ehebruch ist darin begründet, dass es Hand in Hand geht mit Selbstsucht, Untreue, Eifersucht, Unzucht und Lügen. Nein, Thomas, Untreue ist der Tatbestand des Ehebruchs. Unzucht muss damit nichts zu tun haben, zumindest nicht nach gängiger Definition. Und nicht jeder Ehebrecher belügt seinen Partner. Kannst du aufhören, die Sachen so simplistisch zu sehen? Was frage ich? Natürlich nicht. Das dritte Beispiel ist Morden. Die Ursache von Morden ist darin begründet, dass es Hand in Hand geht mit Selbstsucht, Eifersucht, Neid und Habgier. Nein, Thomas, das sind die Motive für Mord. Zu Motiven zählen unter anderem auch Freundschaft, Liebe, Gerechtigkeit und religiöser Glaube. Sachen, die du persönlich als gut befunden hast. Anhand dieser drei Beispiele erkennt man, wie gefangen die Menschen in ihren negativen Eigenschaften der Menschlichkeit sind. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Eines erzeugen die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen immer: Misstrauen, Schmerz und Leid. Interessant. Du hast allerdings auch Toleranz als eine der negativen Eigenschaften festgelegt. Das hieße, das Gegenteil, Intoleranz wäre eine positive Eigenschaft. Und aus Intoleranz werden unter anderem Menschen getötet. Das heißt, du hast selber dafür gesorgt, dass positive Eigenschaften zu negativen Eigenschaften führen können. Und da beweisbar Toleranz zu Frieden in der Gesellschaft führen kann, hast du auch bewiesen, dass negative Eigenschaften zu positiven Eigenschaften führen können. Das heißt, diese komplette Übung war vollkommen sinnlos und ich habe meine Zeit verschwendet. Schon wieder!